Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute sind wieder die Dinos dran. Und ihr kennt es schon, hier oben kommen die Dinos dran. Hier kommt das Spielzeug dran. Der Code kommt fast zum Schluss. So, wir machen das erste Ü-Ei jetzt mal auf und schauen uns das mal an. Klappert ein bisschen. Ach ja, tolles Spielzeug. Von Natoons. Ja, so sieht der Pinsel aus. So. So sieht die ganze Figur aus. Gut, wer es braucht. Die Spielzeug finde ich ein bisschen, naja. So, was haben wir hier? Was ist das? Das sind wieder irgendwelche hüpfenden Teile. Wer den Barcode einscannen will, bitteschön, hier ist er. Was ist das nun? Ja. Ja, toll. Ich sage doch, die werden immer einfallsreicher von Ferrero. Eins weiß ich, wenn die genauso einfallsreich bei den Hauptserienfiguren wären, dann höre ich auf, die Dinger zu sammeln. So, und hier haben wir mal wieder ein Dino, den wir auch schon etliche Male hatten. Also so langsam beschleicht mich so der Verdacht, dass es wahrscheinlich nur drei Figuren gibt und die anderen vier Figuren oder, nee, wie viel sind es? Drei. Die anderen drei Figuren haben sie nur so drauf gemalt. Weil nach den unzähligen Eiern, die ich jetzt hier geöffnet habe, immer nur drei ein und dieselben Figuren kriege, ist doch ein bisschen, ja, bald makaber, kann man sagen. So. Und jetzt schauen wir uns das Ei auch noch mal an. Nee, Leute. Das ist nicht mehr lustig hier. Das ist absolut nicht mehr lustig. Ihr kennt es ja schon. Gut. Alles klar. So. Hier habt ihr wie immer den Barcode. Wie gesagt, eine Bitte von mir, schaut euch das bei Kinderüberraschung nur einmal an oder hört es euch an, dieses Hörspiel, damit 9 weitere auch die Chance haben, sich das anzuhören. Gut, das war's jetzt mit diesem Video.
Wer dran bleibt, kann die Figuren nochmal in naher Sicht sehen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.